Harald Menke, B-Dienst Süd der Feuerwehr Hamburg, also zuständiger Einsatzleiter für den Süden Hamburgs. Herr Menke, wo sind Sie hier und was ist passiert? Ja, wir sind hier in der Rotenhäuser Straße. Es kam hier in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus zu einem Kellerbrand. Durch diesen Kellerbrand ist der Treppenraum verraucht. Das haben die Bewohner bemerkt, haben sich dann an den Fenstern bemerkbar gemacht für unsere Einsatzkräfte, die zuerst eintrafen. Und ja, wir haben dann eine Menschenrettung durchgeführt und sind dann parallel dazu, als wir uns kräftemäßig verstärkt hatten, dann auch in die parallele Brandbekämpfung übergegangen. Was waren die Schwierigkeiten an dieser Einsatzstelle hier? Ja, die Schwierigkeiten an dieser Einsatzstelle sind eben halt der verrauchte Treppenraum und an beiden Gebäudeseiten machten sich Personen bemerkbar. So haben wir dann zwei Einsatzabschnitte gebildet, einmal die Vorderseite des Gebäudes, einmal die Rückseite des Gebäudes, wo Menschenrettung durchgeführt wurde. Wie gesagt, parallel dazu wurde Brandbekämpfung durchgeführt und als wir unsere Ressourcen hier strukturiert hatten, hatten wir noch einen weiteren Einsatzabschnitt Rettungsdienst, der sich ausschließlich um die geretteten Personen gekümmert hat. Wie viele betroffene Personen waren jetzt insgesamt hier? Wir haben insgesamt 12 Personen gerettet und davon sind 6 Personen ins Krankenhaus befördert worden.